Ah, der war gar nicht so schlecht diesmal. Guten Tag. Oh, kannst du bitte etwas leiser sprechen? Ich sammle nämlich Eicheln und verstehst du? Ja, und? Wieso denn das? Oh, das soll man nicht machen. Ich habe alles darüber in der Schule gelernt. Okay. Ja, die Mimikyus passen perfekt. Wie bitte? Du hast mich mit einer Eichel verwechselt. Das ist gut möglich. Es muss an meiner Eichelkappe liegen. Ich habe sie selbst aus Eicheln gemacht. Ein Einzelstück. Oh, du hast nicht etwa ein paar Eicheln, oder? Falls doch, tauschst du sie gegen so eine Blumenkerne. Du hast welche. Fein, oh fein, tauschst du sie gegen so eine Blumenkerne. Ah ja, bitte, ja. Ich glaube, eine habe ich. Yay. Wenn es ihn glücklich macht. War er 20? Jo. Verdienste? Eureka, vielen, vielen Dank. Mein Name ist Nusle. Freut mich sehr. Ich liebe Eicheln über alles und Bäder. Was noch? Ha. Hab ich wohl vergessen. Die Eicheln hier sind fabelhaft. Komm zum Tauschen, wenn du neue gefunden hast. Das Traurige ist, sein Akzent passt einfach perfekt zu seinem Namen. Nusle. Ach, schön. Die hatte ich hier schon rumgeprockelt? Nee, ne? In und Frosch raus. Warum sind hier überall Frösche? Das sind so die Baits, glaube ich. Hallo. Geht es dir gut? Ani? Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich habe so lange gewartet. Hey, du bist nicht Ani. Was hast du mit dem Terminator gemacht? Und wer bist du? Was? Ich sitze hier und warte, dass Ani nach Hause kommt. Ah, oh, ich will nicht mit dir sprechen. Ja. Stinkst du? Ja, bitte? Es riecht nach Baby. Noch jung und kindisch. Ich will nicht mit dir sprechen. Stinkst du? Ja, wenn ich stinken würde, würde ich auch nicht mit anderen Leuten reden wollen. Ja, aber du würdest nicht mit denen reden wollen. Wenn die stinken, dann kann es doch egal, ob sie mit dir reden oder nicht. Blähung hat er auch noch, oder wie? Jetzt wissen wir, warum der stinkt. Also so wie der gerade so hingelegt war, hat er dir voll ins Gesicht gefurzt. Oh. Ani? Du schon wieder? Du bist nicht Ani. Ani sucht nach meinem Lieblingsitem. Ich habe es verloren. Warte hier auf mich, hat er gesagt. Und das tue ich auch. Lass mich also in Ruhe. Ich finde, wir sollten am besten wieder die Hamster, die wir sehen, Leuten im Chat zuordnen. Okay. Das hier ist Kai. Weil er stinkt, oder wie? Weil er rumbläht. Weil ich das niemand anderem antun kann. Kai verzeiht mir das wenigstens. Alle anderen nicht. Nein. Und wer ist Ani? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es doch nicht Kai. Kai ist der nächste Hamster. Okay. Das hier ist der Random Hater 0815. Ach, der letztens bei mir. Weißt du, es ist der Hater Hamster. Können wir uns darauf einigen? Okay. Ist das in Ordnung? Das hier ist Hater Ham. Und da wir mit Sicherheit auch mal wieder zurücklaufen müssen, können wir dann alle anderen auf dem Rückweg auch nochmal benennen. Okay. Aber wie gesagt, das ist der Hater Ham. Oh, man hört sogar den Wasserfall. Nein, Freundchen, kam leider nicht zurück. Oh. Vogel, Hecke? Hallo? Huch. Okay. Wenigstens war es kein Häufchen. Du hast Musik gefunden. Oh ja? Gondore. Okay. Ja, jetzt kommen meine wahren Gedanken euch gegenüber zum Vorschein. So sieht's aus. Okay, gehen wir erstmal weiter. Aber ich benenne nur die Random Hamster, nicht die, die quasi im Spiel schon benannt sind, so wie sie da oben.
Chili? Nope. Hallo? Chili ist dort oben auf dem Blatt der Sonnenblume. Kann ich da hoch? Einfach renn hier vorbei. Oh! Cute. Aber ich habe logischerweise Sonnenblumen bekommen. Also Sonnenblumenkerne. Ja. Also ich glaube, wir brauchen echt erstmal Sven Ju, um überall dran zu kommen. Ja. Okay. Boah, wir haben einen Regenbogen. Das ist schon der Vorbote fürs nächste Hamtaro-Spiel. Ja. Kann leider noch nichts mit dem Boot machen. Hi. Oh ja, Hammer. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Okay. Was heißt jetzt Kai? Hier riecht es sonderbar vertraut. Ja, stimmt, wir haben ja gesagt, der nächste ist Kai. Kai ist der Random Hamster hier in der Ecke, der vertraut riecht. Ich glaube, du kennst meinen kleinen Bruder. Ein kleiner Racker mit dem großem Dickkopf. Aber ich habe gerade keine Zeit zu plaudern. Ist das Ani? Also doch nicht Kai, weil er Ani ist. Also hat Kai einen stinkenden kleinen Bruder? Ani, Kai... Ich versuche es gerade zu fusionieren, aber... Annika? Es ist eine Salbe. Es ist eine Pflanze. Oh, was soll das denn? Ich habe hier zu tun. Jeder Hamster hier ist einfach Kai. Kani! Ja, das stimmt. Mein kleiner Bruder hat etwas verloren. Okay, ich suche ein schwanförmiges Dings. Was? Du nicht? Ein Mädchen mit zwei Schleifen? Ich glaube, ich habe ein Mädchen hinter diesem Felsen rufen hören. Meinst du, sie ist es? Das ist echt ein großer Felsbrocken, ne? Man könnte auf ewig Packa-Packa und nichts würde sich tun. Neues Wort gelernt! Packa-Packa bedeutet beißen! Yay! Ich glaube, das können wir auch gebrauchen. Echt? Ja, das Boot war mit einem Seil festgebunden. Ah. Ich denke, du musst einen anderen Weg um den Felsen finden. Okay. Packa, packa! Kann ich das jetzt vielleicht losmachen? Aha! Yay! Ach, guck mal, die Clips funktionieren tatsächlich mal in meinem Chat. Ah. Ich habe es endlich gefixt bekommen. Was hast du getan? Ich weiß es nicht. Es hat aber funktioniert. Okay. Teach me. Hallo! Oh no! Oh, I'm sad again. Für Clips! Hier ist auch noch ein Hamster. Das ist Luigi. Weil ich ihn gerade im Chat gesehen habe. Du bist jetzt dieser Hamster hier. Was warst du nochmal für einer? Hey, meinst du, es macht Spaß, mit diesem Boot zu fahren? Ja! Ja, nicht? Super Spaß, aber es hat keinen Strom. Wenn es so funktioniert, wie ich denke, tun! Man etwas in der Mitte und es sollte fahren. Neues Wort gelernt! Ja. Tun bedeutet benutzen. Ja gut, kannst du nichts gegen sagen. Ja, ich würde ja sagen, die Batterie wäre gut. Hecke? Aber ich glaube, so viele NPCs, wie dieses Spiel hat, benenne ich einfach alle Hamster am Sonnenberg und dann bin ich erstmal glücklich. Ich glaube, wenn ich das in jedem Gebiet mache, könnte das etwas ausschweifend sein. Was haben wir da? Hallo? Hallo? Hey-haw! Blups. Hey du da, ich bin Turtle. Wasser macht mir keine Angst. Ich liebe es geradezu. Ich habe ja auch diesen super-duper Panzer. Oh, und du kommst gerade rechtzeitig. Ich möchte dich um etwas bitten. Irgendwas sitzt an meinem Panzer fest und es löst sich nicht von alleine. Würdest du es bitte für mich weg? Neues Wort gelernt!
Weg, weg bedeutet wegnehmen. Also manchmal ist das schon sehr naheliegend. Okay, fertig, Alter. Gib dein Bestes, du schaffst das schon. Alter? Alter. Okay. Tada! Du hast mich gerettet. Dank dir vielmals. Was war das überhaupt? Ein kleiner Pott. Ja. Pfui, ein Töpfchen für große, kleine Geschäfte? Wie eklig! Das ist immer wieder schön, wenn er realisiert, dass er ein Töpfchen da dran kleben hatte. Oh, ich liebe das. Aber irgendwie lustig. Ich glaube, ich behalte es erstmal. Dann kann ich da richtig schön reinkacken. Und währenddessen weiterschwimmen. Hey, bist du nicht Jantaro? Boss hat mir alles über dich erzählt. Ich hoffe, dass wir Freunde werden. Ich habe gerade ein Fotostudio im Clubhaus eröffnet. Wir können loslegen. Also gut, ich gehe zurück zum Clubhaus. Bis dann. Und nimm das Töpfchen mit. Okay. Die Sache ist, das Töpfchen brauchen wir ja doch. Also gehe ich erstmal hinterher. Holen wir uns das mal kurz, wenn das rausrückt. Oh, Fotostudio, sag. Was? Wir sind noch nicht fertig. Kommen doch später wieder. Dann muss ich leider auf das Töpfchen verzichten. Dachte, vielleicht kann ich es mir jetzt schon holen. Hamha! Aber schön, dass die Verdienste immer wieder spawnen. Mhm. Die Sache ist, jetzt muss ich ja quasi wahrscheinlich nochmal den ganzen Sonnenberg entlang laufen. Wenn ich das wegmache, kommt hier niemand mehr rüber. Mhm. Und dann kommt das hier rein. Haha! Und plötzlich. Kannst du auch rückwärts fahren? Ja. Ich hab Heldenwind. Ich dachte, ich sei verloren. Ich ging hier spazieren, als plötzlich dieser mega Q-Felsbrocken herunterkrachte. Wenn ich darunter gestanden hätte. Ich darf gar nicht darüber nachdenken. Neues Wort gelernt! Mega Q bedeutet groß! Das Spiel ist um einiges mehr random als der Vorgänger. Vielleicht. Haben wir das auch. Ich hatte heute genug Aufregung. Von jetzt an bleibe ich lieber bei dir, Jantaro. Sind wir nicht cute? Immer. Übrigens, wolltest du etwas Bestimmtes? Ha? Boss will mich sehen? Aber das geht nicht. Mugnus denkt, dass Chili wirklich böse auf ihn ist. Deshalb ist er schrecklich deprimiert. Ich muss Chili fragen, was los ist. Aber sie sitzt so weit oben, dass ich nicht mit ihr reden kann. Moment mal. Jantaro, jetzt da du da bist, können wir es ja zusammen versuchen. Ich hoffe nur, dass wir sie erreichen, bevor es zu spät ist. Kann ich deine Verdienste vorher mitnehmen? Yay! Also wir sammeln schon mal ganz gut. Mhm. Mehr Verdienste! Jetzt bist du ja Twitch-Partnerin. Jetzt musst du die alle mitnehmen. Richtig. Zu spät, wozu? Sitzt da oben und tut nichts. Was ist denn hier für ein Farming-Spot? Ja. Okay. Die Moneten. Ja. Ah, wie das aussieht. Ah. Guck jetzt auf. Nein. Gucken sie beide. Ah. Warum denkst du so wütend? Was ist da unten links noch? Warum guckst du so wütend beim Fahren? Guckst du auch immer wütend beim Fahren? Weiß ich nicht, musst du mir sagen. Jetzt helfen sie auch zusammen. Also wäre das jetzt Rainbow Rescue, könnte ich einfach über den Regenbogen drüber laufen. Mhm. Meine Güte, wie viel das Zeug hier rumliegt. Der Stream ist nicht gut für dein Lachorgan.
Naja. Lachen ist gesund. Wenn man keine Bauchkrämpfe davon mag. Und ich habe, Boah, ich kann nicht darüber. Einen Stein gefunden. Sonnenblumenkerne kannst du ja echt gut farmen. Das werde ich jetzt allerdings nicht tun, weil ich glaube, dass wir wollten heute noch was anderes machen, aber... Jan ist wieder aggro. Ja. Hat bestimmt da oben Kai gesehen, deswegen ist er so aggro. Ah. Kai sucht ja immer noch das Töpfchen, was ich ihm leider nicht geben kann, weil Turtle es nicht rausrückt. Hilft das jetzt was, wenn man hier zu zweit guckt? Ja, sie sitzt da oben. Ich glaube, da fehlt uns noch ein Wort für. Dann gehen wir doch mal rückwärts zurück. Ja, Kai, wolltest du lieber der komische Stinkehamster hier sein? Ich glaube nicht. Oder die nette Dame hier vorne mit ihrer Zeitung? Was ist da eigentlich in dem Loch? Wann hast du schon gegraben? In welchem Loch? Hier? Mhm. Weiß ich gar nicht. Mehr Cash. Okay. Wer ist jetzt die Dame? Wenn du schon so fragst, Hauke, dann darfst du gerne die Dame sein. Da laufe ich nicht nochmal rüber. Kann ich jetzt zu zweit eigentlich hier mehr erreichen? Wird jetzt vielleicht lauter? Heyho! Kennt ihr diesen Typ? Fratzi! Er ist fies! Der kleine Schuft hat Flügel, aber er kann nicht gut fliegen. Hab ich gehört. Ha 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 ha. Bis dann. Okay. Ja, Hauke lässt auch immer alles liegen. So. Was ist denn mit euch beiden? Schreien wir euch doch mal an. Hiho! Ah! Was machst du da? Was schreist du so? Du hast mich fast zu Tode erschreckt. Und du? Was machst du da oben? Komm runter! Hä? Hä? Da oben? Ja, ja, gute Idee! Oh, es klappt sogar. Hamlupf! Neues Wort gelernt! Hamlupf bedeutet Huckepack! Yay! Jetzt sind wir groß genug. Ja, es ist großartig. Wie ein Iss-bist-du-Platz-Buffet. Hey, er ist sofort auf. Ist nicht alles alleine. Los, wechseln. Oh. Schön. Dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt an Chili drankommen. Jetzt sind wir ja groß genug. Kannst du mich wieder Huckepack nehmen? Problem umgekehrt. Also in dem Spiel okay. In Real Life würde das, glaube ich, nicht funktionieren. We can try. Ja, lieber nicht. So. Hamlupf! Chili, schön dich zu sehen. Hey, Svenju. Ich bin deprimiert. Hört mir bitte zu? Nee. Nein, wir gehen wieder. Sie ist aber auch niedlich. Hört zu, ja? Es geht um Muknus. Er mag mich nicht mehr. Aber das ist bestimmt nicht wahr. Komm da runter. Dann können wir darüber reden. Also gut. Die zieht so eine schöne Schnute. So. Oh, seufz. Was? Muknus ist Oseufz? Aber Muknus war in der letzten Zeit so zurückhaltend. Ich glaube echt nicht, dass er mich sehen will. Ah, oh, da liegst du aber falsch, wirklich. Muknus war unterwegs. Er hat Sonnenblumenkerne für dich gesammelt. Nur für dich, Chili. Ehrlich? Stimmt das wirklich? Aber er hat gesagt, er sammle lieber Sonnenblumenkerne, als mich zu sehen. Ich weiß das, weil dieser Kerl, Fratzi, mir alles erzählt hat. Warum sollte mich jemand so anlügen?
Wenn er die Wahrheit sagt, dann muss ich Upsi zu Mugnus sagen. Neues Wort gelernt! Erklär Schmoll. Upsi bedeutet sorry. Upsi. Also Fratzi scheint ein übler Zeitgenosse zu sein. Mach schon, Jantaro, ich bin auch besorgt. Also lass uns gehen und Mugnus finden. No. Aber den Kern hält er immer noch fest. Jantaro, Svenju, vielen herzlichen Dank. Euch verdanken wir es, dass Chili und ich wieder zusammen sind. Hihi. Ich habe nur Upsi gesagt und er hat mir vergeben. Wir können wieder bla bla. Neues Wort gelernt. Bla bla bedeutet reden. Bla bla. Wir haben schon mehr als ein Viertel der Wörter. Du hast jetzt schnell am Anfang. Dann werde ich ja rot. Oh, das habe ich fast vergessen. Hier, Chili, extra für dich. Was ist das denn für ein fetter Kern? Joa. Gefällt er dir? Er ist ein echt großer Sonnenblumenkern, oder? Mugnus, danke sehr. Das ist der Mugnus, nachdem ich verrückt bin. Ah! Verrückt? Sagtest du verrückt? Noch mir? Ich bin so glücklich. Juhu, am Hurra! Ach komm, hör auf. Das sagst du doch nur so. Yay! Liebe! Haben wir es quasi Liebe gemacht? Die beiden haben Liebe gemacht. Mugnus und Chili sind wieder zusammen und ihre Liebe ist gerettet. Yay! Erste Mission erfolgreich abgeschlossen. Ich bin so froh, dass wir helfen konnten. Okay, Jantaro, lass uns zurückgehen. Wir verkuppeln Hamster, ja? Das stimmt. Ich glaube, mehr waren jetzt hier auch erstmal nicht, ne? Die Huckepack-Hamster war ja nur so und dem müssen wir das Töpfchen zurückbringen. Der kleine Kacki. Was habt ihr getan? Autsch. Die Musik. Ihr habt sie versöhnt, als sie so schön verzweifelt waren. Wie könnt ihr es wagen, die gebrochenen Herzen zu feilen? Das werde ich verhindern. Aber ich will nicht versäumen, mich frech vorzustellen. Ich bin Fratzi, der Fiesling. Und ich verachte nichts mehr als den Unfug, den ihr Liebe nennt. Und ich verzage nicht, bis alle Hamsterliebe vernichtet ist. Da mein Plan nunmehr unverhüllt ist, verzieht euch. Okay. Unser Evil Knilch, wie es gerade im Chat steht, ist also aktuell hier. Was? Wer? Wieso? Es ist ja furchtbar. Ich kann nicht glauben, dass er wirklich die Liebe zwischen den Hamstern zerstören will. Nein, nein! Nicht wir! Wir werden immer Knutschi haben! Nicht wahr, Jantaro? Nicht wahr, Jan? Eke? Neues Wort gelernt! Knutschi bedeutet Liebe! Knutschi! Knutschi! Oh. Bevor wir irgendetwas anderes machen, sollten wir zum Clubhaus zurückgehen. Auf geht's, Jantaro. Fun Fact, offiziell sind die gar nicht zusammen, weil Jantaro einfach so extrem dense ist einfach. Aber okay, tun wir mal so, als wäre es hier so. Endlich seid ihr da. Ich habe schon auf dich gewartet, Svenju. Ich aber nicht auf dich. Was? Hoho, du lieber Himmel. Was ist denn los? Eigentlich, da war... Und dann... Und das ist alles. Was? Ein Hamster mit schwarzem Kostüm? Und Flügeln wollte die Liebe zerstören? Das ist ernst. Ah, genau wie im Traum von Jantaro. Du hast es geahnt. Aber es hilft alles nichts. Was sollen wir jetzt tun? Verstehe? Hihi. Ja, hallo? Mal sehen. Hamha, war das richtig? Ich lerne gerade die Worte, die ihr benutzt. Mein Name ist Fee. Und alle nennen mich Fee. Hihi.
Oh, der Hamster in dem albernen Aufzug? Er nennt sich Fratzi. Er ist ein fieser Schuft, der Ärger macht, wann immer er kann. Ich bin es langsam leid, ihn zu verfolgen. Nun, ihr beiden habt also ein Liebesmeter, oder? Was ist das für eine Stimme? Sowas kannst du? Ey, ich hatte zur Auswahl entweder die oder die Rie-Stimme. Also, könnt ihr euch noch glücklich schätzen, dass ich nicht die Rie-Stimme genommen habe? Wo bosst ihr da eigentlich gerade hin? Will ich das wissen? Zeigt es mir, hihi! Ich verrate euch was. Jedes Mal, wenn ihr zwei wunde Herzen heilt, dann steigt der Pegel, seht ihr? Ich möchte, dass ihr so viel Energie wie möglich sammelt. Wenn ihr das schafft, dann könnt ihr Fratzi besiegen. Vielleicht. Und etwas Gutes wird passieren, wenn es ganz gefüllt ist. Ihr macht das, oder? Ich kann nicht nach Hause, wenn Fratzi sein Unwesen treibt. Ich warte hier. Ah, starre hier. Noch ein Stockwerk, das ist perfekt. Dort oben werde ich vorhersehen können, wo Fratzi ist. Passt auf. Okay, ich bin oben. Beeilt euch. Du musst dauerhaft lachen. Das ist doch schön. Die Dinge sind ins Rollen gekommen. Ein einmaliger Hamster. Nun, wenn es denn so sein soll, es ist an uns, das Richtige zu tun. Ich habe das alles nicht so ganz verstanden, aber es scheint in eurem Pfoten zu liegen, Nyantaro und Svenchu. Ihr solltet besser nachsehen, was Fratzi jetzt wieder anstellt. Das ist wahr. Wir müssen die Liebe der Hamster schützen. Los, komm, Nyantaro, gehen wir. Okay. Okay, aber im Hals geht's noch ganz gut. Solange Fee nicht so viel sagt. Macht meine Arbeit. Ja. Irgendwie ist die Stimme gruselig. Vielleicht ein bisschen. Willst du nicht nochmal nach Turtle gucken? Das kann ich auch machen. Aber sie haben mich jetzt so automatisch rausgeschubst. So ein Steve. Das sieht auch interessant aus.